und du bist dran. So. Ohne grüne Haare. Oh. Tja, so wie der Kaiba wirst du gleich auch enden, Noah. Oh, ich darf sogar als Erster anfangen. Das ist ja nett von dir. Tja, so bin ich. Weil ich will bei dem Deck immer als Erster anfangen. So, na dann legen wir los. Duell. Duell. Hier kommt törichtes Begräbnis. Und ich lege linkes Bein der Verbotenen ab. M. Gabri, ich werde mir auch das Spiel holen. Lohnt sich das? Also generell ja. Man muss eins dazu sagen, das Spiel, also bei uns zumindest in der Download-Version, hat manchmal Probleme, weil es ab und zu mal abstürzt. Wenn du offline alleine spielst, passiert es vielleicht alle paar Stunden mal überhaupt. Wenn du online spielst, bisher hatten wir noch keinen Abbruch, aber jetzt habe ich es gejinxt, also es wird wahrscheinlich gleich passieren. Ist ein gutes Spiel, kann man sich echt gönnen. Macht auch Spaß. Ja. Sangan im Angriffsmodus. Und die Lichtschwerter. Ach, Mann. Sangan, aber der hat eine coole Frisur. Du bist dran. Ja, das ist sein. Ne, das ist wahrscheinlich schwarzer Glanz, würde ich sagen. Der hat auch so eine schimmernde Stirn. Ja. Elsterglanz. Ja. Hier kommt mein Toninhaltsverzeichnis. Dann lass mich doch mal ein bisschen durchblättern hier durch mein schönes Büchlein. Ah, was hast du denn im Telefonbuch? Oh ja, ich würde mal sagen, noch ein Thun Königreich. Oh nein. Gestalt mir das kalte Spiel vielleicht doch mal ein bisschen lustig. Thun Königreich. Wieder das Königreich. Und hier. Oh. Kommentarlos. Einfach mal die Lichtschwerter gespielt. Einfach kommentarlos. Aber jetzt kommt mein Toon Goblin Angriffstrupp auch noch dazu. Styler, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Freestyler. So. Tja. Was aber jetzt? Ich kann nichts machen. Die Mächte dieser Lichtschwerter sind unzerstörbar. Ich ziehe. Welche Animes guckst du? Aktuell muss ich sagen, habe ich keins auf meiner Liste, was ich gucke. Aber ich sag mal so, ich habe meine Lieblingsanimes, wie jetzt zum Beispiel Naruto, Yu-Gi-Oh! Natürlich. Ja, und dann halt, vielleicht auch eher Unbekannteres für dich wahrscheinlich, sowas wie Steins Gate, Higurashi und sowas. Also, das sind gute Animes, kann man sich mal geben. Death Note zum Beispiel. So die Richtung. Gut gemachte Animes halt. Und hier kommt ein zweiter Sangan. Tja, aber jetzt kannst du nicht angreifen. Das ist wohl wahr. Moment. Okay, nee, dann mach mal. Styler folgt mir schon seit 3 Jahren und 10 Monaten. Mensch, bist du einer von unserer alten Garde oder was? Ich grüße dich nochmal. So, tu es, Pegasus. Ein schöner Gruß geht raus, denn hier kommt wieder mein turmmaskierter Hexenmeister. Ach, nicht der, mit seinem komischen Gesicht. Das ist ein echter Meister. Naja. Tja, du bist dran. Gut, ich ziehe. Unsere Monster können sich erstmal beschnuppern. Tja, sieht wohl so aus. Meine tanzen. Hier kommt Topf der Extravaganz. 2 Karten ziehen, dafür lege ich 6 Extra-Deck-Karten weg. Ein hoher Preis, den du zahlst. Setze eine Karte verdeckt und lege ein Monster in die verdeckte Verteidigung. Lege beide Sangans in die Verteidigung. Die tanzen sich stepptänzig in die Verteidigung und du bist dran. Gut, ich ziehe. Yes. Dann biete ich wohl meinen Tongoblin-Angriffstrupp als Tribut an. Oh, was kommt denn jetzt? Und eine kleine Überraschung für später. Na, will mir hier Überraschungen machen. Tja, sonst wird's ja langweilig.
Gut, dann wird es Zeit, das Duell mal wieder ins Internet zu verfrachten, weil... Universum, ich war gerade echt neugierig, wollte es auch mal sehen. ich seh diese Funktion gerade zum ersten Mal. So, und jetzt wird es Zeit. Ab ins Cyberspace mit uns. So, und hier kommen. Du hast doch nicht Twitter vermisst, oder? Hier kommen die Nächsten. Ach, Mann, ich spiele ja auch wieder welche. Ach, was ist das denn da? Meine Überraschung, du Spielverderber. Ja, ist mir egal, was da liegt. So, und dann bist du dran. Ah! Lieber Chat, ich habe hier ein Monster extra für euch. Ich glaube, das wird euch super gefallen, oder auch nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ah, aber ich finde es wiederum super süß und super lustig. Ein Monster zum Lachen, bitteschön, für euch. So wie ich dieses Monster oh, nee, hier. Ich will es nicht sehen. Oh mein Gott, das Deutschlandmonster. Ja, stimmt. Hier kommt mein blauer Thundrache. Ah, dieser Thunmonster, dreckig. Und mein Thunmaskierter Hexenmeister. Ha, der Kaiba würde sich jetzt wohl im Schattenreich umdrehen. Das ist so heftig, dass mein Cyberspace gerade wieder kaputt geht. So. Tja, und du bist dran. Der Kleine wartet schon, mein kleiner Drache. Ah, die müssen weg. Ich ziehe. Der will an deine Lebenspunkte. Okay, ich mache eine Exit-Beschwörung aus beiden Zangern vom Feld. Nicht dieser eklige Drache. Und hier kommt's. Aufzieh Senmai-Minen. Oh, was ist das für ein Gerät? Im Verteidigungsmodus. Oh, die Seiten gewechselt. Sehr gut. So. So wendet sich das Blatt. So, Aufzieh Senmai-Minen hat einen ganz speziellen Effekt. Wenn diese Karte auf dem Spielfeld zerstört werden würde, darf ich ein Material ablegen und dann eine Karte auf dem Feld zerstören. Nein! Lass bloß meine Monster in Ruhe, die haben nichts getan. Na, es geht mir nicht um die Monster, du bist dran. Meine Thun-Jungfrau kommt dazu. Ach, nicht die. Und nun? Tja, da kann man weiterhin nichts machen. Da ist das Licht wohl zu stark. Ich ziehe. So, dann lege ich meine Aufzieh-Sanmai-Minen in den Angriffsmodus. Lege eine Karte verdeckt ab. Und gehe damit in den Angriff auf deinen Thundrachen, wenn es geht. Ja, geht. Attacke. Und jetzt aktiviere ich seinen Effekt. Ich krieg zwar den Schaden, lege aber einen Zangern dafür ab und darf dafür eine Karte auf dem Feld zerstören. Normalerweise. Und das tut es nicht. Warum? Du hast wohl vergessen, dass mein Thun-Königreich meine kleinen Thuns beschützt. Die können nicht ausgewählt werden. Um die geht's mir nicht. Das passiert erst während der Endphase. Moment. Nochmal das Ganze. So, jetzt darf ich eine Karte zerstören. Hier, verschwinde. Nein! Meine Thuns! Ciao! Schönen Gruß an Momogeta. Du bist dran. Ja, du hast meine unschuldigen Tones einfach kaputt gemacht. Die Minen sind einfach hochgegangen. Die Minen sind dein Erzfeind. Ah, jetzt hat er keine Tunwelt mehr. Und die Lichtschwerter sind weg. Du kannst mich doch angreifen. Oh, halte mich nicht zum Narren. Ich bin der Schöpfer. Der Schöpfer. Ich sag dir erstmal den Top der Gegensätzlichkeit. Lass gucken, was wir da so Feines haben. Du war nur ein armer kleiner Drache. Na, du hast Glück, ich zieh keine Monster. Dann gebe ich mir noch einen Top auf die Hand für die nächste Runde. Ich flippe, schwöre Cyberlarve. Lege eine Karte verdeckt aufs Feld. Und gehe mit beiden Monstern in den Angriff über. Attacke! Greif deine Lebenspunkte an. Wow. Larve, Attacke. Wieder in die Wade. Oh. Auf die perfekt sitzende Fliege. Du bist dran. Ah,
Du bist so ein Gemeiner. Ein Haufen Thunmonster, aber wahrscheinlich keine Thunwelt. Schade. Tja, wir werden sehen. Vielleicht irrst du dich auch. Na, wir werden sehen. Ich ziehe. Ich aktiviere den nächsten Gegenteiltag. Oh. Oh, damit habe ich eine Karte ziehen. Was haben wir da? Oh, für nächste Runde. Ja, das ist gut. Die gebe ich mir doch gleich auf die Hand. Der Good Mission. So, Battlephase. Minen. Attacke. Ah, mein Millenniumsäugiger Illusionist. Das ist ja nett. Verschwinde. 400 Angriff. Mein Millenniumsauge. Auf den roten Anzug. Larve, mach dich fertig. Nice, fast ein halbes Jahr, Mensch. Geil. Ich will nochmal blättern eben. Vielleicht finde ich ja doch noch ein Toon World irgendwo. Stimmt, darfst du ja auf die Hand nehmen dann. Ah, ich habe ja noch ein Toon-Inhaltsverzeichnis. Ach lol, will das Deck minimieren. Dieser unansehnlichen Fälschung. Aber das ist doch nochmal ein unschuldiger Drache. Später Kommentar, aber danke fürs Entfernen dieser unansehnlichen Fälschung. So sieht's nämlich aus. Ja, ganz genau. Hier. Da. Da ist sie. Da. Ich kann's nicht sehen. Zitterhand. Toon World. Oh, da zahlst du wieder 1000 Punkte. Ja. Und eine Karte verdeckt. Echt? Aha. Ja. Und du bist dran. Und jetzt würde ich auch mal ganz kurz dieses Follow-Ding da machen. Okay. Warte mal, Follow. Die Zitterhand, ja, so sieht's aus. Kleiner Insider. Follow Age. Ah, Mensch. Du hieß ja früher noch anders, das stimmt. Ja, stimmt. Früher hatte ich noch einen Namen. Früher hieß ich Maximilian. Heute nehme ich alle noch Pegasus. Stimmt. So, freu dich auf den nächsten Monster. Hier kommt Marshmallow. Ja, solange du keine Monster spielst, kann ich dich bedenkenlos angreifen. Marshmallow-Attacke. Pegasus scheißt richtig rein, ey. Cyberlarve-Attacke. Und dann aufzieh Zen-Mei-Minen-Attacke. Dieser Zen-Mei, was ist das für eine Karte? Aua. Ah. Die habe ich aber nicht erschaffen. Ja, die kommt aus der Zukunft. Du bist dran. Die Zukunft. Ach, Kacke. Besiegen dich etwa meine kleinen Mini-Monster. Mein Golem. Er darf nicht. Jetzt brauche ich ein Monster, komm. Ach, schade. Na gut. Erstmal Topf der Extravaganz. Ich erzwinge mir mein Glück. 6 Karten gehen weg, 2 Karten ziehen. Wenn ich jetzt ein Monster ziehe mit 400 Angriff oder wenig oder mehr, dann habe ich gewonnen. Hast du Glück, ey. Ich verlose einen Ton weißen Drachen hier. Den. Na gut, ab in die Battle-Phase. Wieder Marshmallow. Gebrannter Marshmallow-Angriff. Oh, das tut doch weh. Cyberlarve, jetzt schnappt ihr mal dem seine Fliege-Attacke. Na, die war teuer. Und Zen-Mei-Minen, springt euch in die Luft. Attacke. Oh, meine Frisur. 300 Lebenspunkte. Besiegt dich etwa gleich mein Marshmallow? Du bist dran. Tja, ich fürchte, danach sieht's wohl aus. Aber halt, die habe ich ja ganz vergessen. Meine Elfenzwillinge. Oh nein, nicht die. Dann aktiviere ich jetzt meine verdeckte Karte Reißender Tribut. Ah, verschwindet alle. Aber ich darf die Zen-Mai-Minen aktivieren. Sie werden nicht zerstört, indem ich mein Material ablege. Auch noch das. Das ist ja... Und während der Endphase darf ich sogar noch was zerstören. Also, gucken wir mal. Verdeckt und du bist dran. Ja, ich zerstöre deine Toon World. Meine Tomword! Erneut! Jetzt hast du mich gedemütigt. So, ich ziehe. Ach, das ist doch herrlich. So, dann aktiviere ich jetzt erstmal einer für einen. Ich lege meine Exodia-Karte ab und beschwöre eine Cyberlarve aus dem Deck. Ich will dich weiter anschnappen. Unfair. Und das reicht sogar für dich. Immer diese Cyberlarve! In die Verteidigung. Battlephase. Puh, Pegasus. Scheint so, als wäre diese Folge mein Sieg. Cyberlarve, Attacke! Ein Ton dunkler Magier hätte auch noch geschlummert, mein Golem. Yes!
Aber nein, du bist ein Spielverderber. Ah, Menschenskinder. Pegasus wieder zurück nach Hause geschickt. Ins Königreich der Duellanten. Mit dem Heli, yes. So sieht's nämlich aus.